Herzlich willkommen zu Let's Play Grand Theft Auto 3, GTA 3 kurz gesprochen. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum es nicht Morrowind ist oder Neverwinter Nights 2 oder gar Amnesia, nachdem ja Duke Nukem Forever jetzt fertig ist. Aber ich hatte in meiner Steam-Gruppe ja gesagt, dass ich für 2 Wochen nicht zu Hause sein werde und habe geschrieben, dass ich eventuell, ja, wenn ich gut bin, habe ich was zum Uploaden und mache das dann über den YouTube-Scheduler, lasse ich das dann immer Tag für Tag freigeschaltet werden oder schalte es halt manuell frei, das soll die noch so hinbekommen. Und da dachte ich mir, Amnesia willst du nicht anfangen, da willst du richtig in Ruhe, willst du das machen. Und ja, Morrowind und Neverwinter Nights 2 könnte man natürlich, wäre eine Option gewesen, aber dann hätte ich im Voraus sehr viel aufnehmen müssen und da das ja so Spiele sind, wo ich eigentlich so von den Tipps der Leute lebe, die mir Kommentare schreiben, zumindest in Morrowind, in Neverwinter Nights 2, naja gut. Und habe ich mir gedacht, hier spielst du mal was mit mehr Action und da ich ja eigentlich schon vorhatte, GTA 3 zu spielen, machen wir das jetzt auch einfach mal. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, wir steigen ein in das erste richtig dreidimensionale GTA. City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Place on the edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. So, das ist der Einstieg in Grand Theft Auto 3 oder 3. Wieder gesteambombt von Velcorn, weil er nichts Besseres zu tun hat. Story-Einstieg haben wir gerade mitbekommen. Wir wurden von unserer Geliebten verarscht, gepackt. Und wir wissen jetzt auch, warum die Brücken unzugänglich sind, weil das ist ja in jedem GTA so, wo Städte sind mit vielen Brücken, die markieren dann immer so den Story-Fortschritt. Ja, die ist einfach mal explodiert. Wow. Ich fahre wieder einen krassen Stiefel hier. Ja, wir konnten es schaffen auszubrechen, weil irgendwelche Gangster einen anderen Gangsterboss freigemacht haben, der in unserem Gefangenentransport war. Und ja, soweit so gut. Wir sind jetzt auf der Flucht. Kleines Versteck.
und mal gucken, oh, zu früh, ob wir nicht irgendwann unsere Rache bekommen. Aber soweit ist es noch nicht. Fahren wir erstmal zu dem Versteck, was der Kollege hier meinte. Habe euch übrigens mal Untertitel reingehauen, weil ich da jetzt keine deutsche Sprachausgabe für habe. Das Spiel ist direkt von Steam, ohne Mods, ohne alles. Full HD nehme ich auf. Und ich habe leider die Musik komplett ausgestellt, weil GTA ist ja eigentlich für seine Soundtracks bekannt. Bloß das Problem ist, ich habe da keinen Bock, irgendwie mit der GEMA Stress zu bekommen. Deswegen lasse ich die Musik, die Radios komplett weg. So, hier ist jetzt unser Hauptsitz, möchte ich mal sagen. Hier durch den Eingang, so können wir unser Spiel speichern. Da wir gerade in der Mission sind, ist der Eingang aber zu. Hier ist eine Garage, hier können wir ein Auto speichern. Ja, das sagen uns die Tipps hier. Ich habe mir mal die Baseballkeule genommen. Und ja, ich versuche auf Post-Production technisch, versuche ich mit dem Projekt mich mal an was Neuem. Da ist ja Adobe Premiere Pro CS2, ja, schon ziemlich alt, kostenlos gibt von Adobe, weil sie die Aktivierungsserver abgeschalten haben. Versuche ich mal so ein bisschen, ja, vielleicht zu schneiden. Wow, Kollege! Alter! Und vielleicht ein paar Special Effects reinzubauen, nicht zu viel, was ganz dezent ist, weniger ist mehr. Aber mal sehen. Jetzt erstmal GTA 3. Das sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht sollten wir da nicht mit dem Baseballschläger reingehen. Das könnte die Girls verunsichern. Luigi's Girls. Wer ist Luigi? Mal sehen, ob wir das hier gleich mal herausfinden. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Ja, mach mal, Kollege. Soll ich dir die Tür aufmachen? Deine Hände sehen so, naja. Die sehen ein bisschen sehr schlecht aus. Wie Stümpfe. Oh, das ging fix. Say hello to 8-Ball, lady. 8-Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. So, wir sollen also irgendeine Schlampe abholen mit dem Namen Misty. Fahrzeug haben wir ja hier schon. Hoffentlich ist sie nicht so wählerisch. Ich glaube, da habe ich schon ein paar Schrammen reingefahren, oder? Ja, gut. Frontstoßstange, das geht ja noch. Wer mich kennt, wenn ich in Videos spiele, wie ich da fahre, wer die Frontstoßstange eine kleine Beule hat, das ist ja nix. Ach, Weg ist nicht weit. Boah, das Handling, da muss man sich auch erstmal wieder gewöhnen, obwohl es eigentlich relativ direkt ist. Bloß die Handbremse ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Na gut, hier. Olle, steig ein, Notte. Super. Boah. Die scheiß großen Tipps haben mich gerade derbe verunsichert. Aber eigentlich habe ich die Steuerung schon wieder ganz gut im Griff. So viel gibt's ja nicht, was man hier tun könnte. Das ist das allererste 3D-GTA, das merkt man an den Cutscenes so ein bisschen. An der Grafik natürlich. Und auch, ja, wie das Game so spieltechnisch gestaltet ist. Vielleicht, wow, das war also für ein Mädel ab dahin bringen, $1,500? Das geht ziemlich fix. So, ich könnte jetzt meinen nächsten Job bei Luigi abholen oder Liberty City erkunden. Ich will jetzt aber gleich mal erstmal unseren Fortschritt speichern gehen in unserem Haus, damit wir mal es geschafft haben, weil ich nicht weiß, so ein etwas älteres Spiel, wie absturzanfällig das ist. Ich meine, die Steam-Version müsste eigentlich relativ gut laufen und jetzt auch, wie ich die Aufnahme mache, läuft es 1A flüssig. Also ich bin sehr überrascht, wie gut es läuft. Ist auch nur 1,4 GB groß, so ein Spiel. Ja, früher waren die Spiele alle mal kleiner. So, Speicherplatz 1 ist frei. Das ist doch schön, dann nehmen wir den doch einfach. Und ja, falls man das hört, meine Stimme ist noch so ein bisschen... Ja, vor einer Woche ungefähr, irgendwie dieses ganze Hin und Her von Schnee minus 10 Grad bis jetzt auf einmal plus 10 Grad Schnee weg. Zwischendurch Glatteis, Frost, alles durcheinander. Das hat mir irgendwie so ein bisschen zugesetzt, beziehungsweise meinem Immunsystem. Und deswegen habe ich noch so ein bisschen Nase. Und das hört man wahrscheinlich auch beim Sprechen und auch
Hals. So. Darf ich da mit dem Auto hin? Ups, die Tür ist hinüber. Nein, da soll ich zu Fuß rein. Dachte ich mir doch, dass ich hier nicht mit dem Auto rein muss. Muss ich hier gucken, das ist meine Kamera, man kann die Maus... Ich kann hier rumwurschteln, wie ich will. Ich kann die Kamera nicht mit der Maus bewegen, deswegen ist rückwärtsfahren... Ist jetzt schlecht, vor allen Dingen, wenn ihr scheiß Passanten hier im Weg steht. Parken wir mal hier auf dem Bürgersteig. Ist ja nicht Deutschland, wo man dafür gleich abgeschleppt wird oder so ein Scheiß. Kein Spank für die Ladies. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Man merkt aber schon, dass die Synchronsprecher damals schon versucht haben, das richtig gut rüberzubringen. Also es ist echt schon nicht schlecht. Oder ist ein Baseballschläger? Ich hab da noch einen. Was passiert, wenn ich da reinlaufe? Na gut, hab ihn wieder. Ja. Also ist schon nicht schlecht. Und das Spiel, das Let's Play... Ja, geh mal weg, der Penner. Ist nicht blind. Ich hab das damals durchgespielt, also es ist schon sehr lange her. Und ich... Die Story kann ich mich... Ja, nicht so gut daran erinnern. Ein paar Details, daran werde ich mich noch erinnern, aber sonst allgemein ist es nicht so einfach. Aber also auf jeden Fall habe ich es schon mal gemacht und deswegen läuft es hier um einiges schneller als bei den Rollenspielen, die zurzeit da gerade sind. Hallo Leute! Oh, ein Schwarz, den würde ich aber ungern unlackieren. Der schwarze Stallion sieht eigentlich richtig gut aus. Oh, er hat das gleich gecheckt. Opfer. Ich weiß auch nicht, inwiefern kann ich den... Ist jetzt schon fertig? Ich will ihn auf den Boden hauen. Ich will ihn jetzt hier... Kann ich hier noch irgendwie hauen? Oh. Vielleicht haben sie das auch erst später hinzugefügt, dass man die Leute hier noch nicht so auf den Boden schlagen kann. Bei Vice City ging es auf jeden Fall. Stell. Ein paar der Autonamen werde ich wahrscheinlich auch noch kennen. Also ich würde ihn sehr gern, sehr ungern umsprayen, aber wenn er sagt, ich soll das machen... Ich würde ihn lieber behalten. Stallion Cabrio geht doch geil ab. Oha. Sonne. Oh, das Handling von dem ist aber auch gewöhnungsbedürftig. Da habe ich mir gleich mal die Tür zerschreddert, weil da so ein scheiß Passant einfach mal gegen meine Tür gelaufen ist. Also ich würde mal sagen, da muss ich gleich mal zur Versicherung gehen, dass ich das wieder repariert kriege, als rechtschaffender Bürger hier. Wow. Ja, er ist sehr slip-and-slide-ig. Aber dass man mit der Maus hier die Kamera nicht drehen kann, ist schon echt ein bisschen pervers. Ich glaube, hier bin ich falsch. Weil... So macht das Fahren ein bisschen schwerer. So. GTA 3 habe ich damals sogar als erstes auf PC gezockt. So, fahren wir rückwärts rein. Oder kann ich einfach... Oh, Mausrad gedrückt halten. Sehr geil. Hier kann man natürlich auch, wie man es GTA typisch kennt, wenn man jetzt ein Fahndungslevel hätte, also einen von den 6 Sternen, dann könnte man sich hier umspritzen lassen und dann wäre das für kurze Zeit weg. Außer man macht in der kurzen Zeit... Wo es dann noch so blinkt, ein bisschen Mist. Oh Mann. Candy Red. Naja, gut, grafisch gesehen sieht man hier nicht so viel. Und Tuning wie in GTA San Andreas gibt es hier auch noch nicht. Das ist also... So weit waren die damals einfach noch nicht. Okay, also vom Handling her möchte ich das Auto definitiv nicht behalten. Vom Aussehen her ist es cool. Aber da ich eh nur eine Garage habe, haben die sich da gerade geprügelt? Okay. Das ist kein Problem. So. Habt ihr gerade gesehen? Oh, ja. Moonwalken. Können wir auch. $4000, ey. Für ein paar Knüppelhiebe und Auto umsprayen. Kann ich irgendwie laufen? Oh, ich bin schon Autolaufen. Gibt auf jeden Fall keine Ausdauer, keine passiven Attribute oder so, die man trainieren müsste. Nichts von alledem. Das ist alles, ja. Nicht großartig relevant. Das ist sehr einfach gestaltet. Wir schnappen uns jetzt mal einen Krankenwagen. Was macht ihr hier für einen Scheiß? Wie fahrt ihr denn Auto, ja? Guck mal, man kann doch nicht so quer an dieser scheiß Ampel rumstehen. Mann, die Leute. Boah, die Krankenwagen, ey. Könnt ihr jetzt auch eine Krankenwagen-Sondermission machen? Die gab's schon. Obwohl, ich glaube, die gab's auch sogar schon in GTA 2. Dass man da Sondermissionen hatte. Vielleicht sogar auch GTA 1, aber da will ich mir nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ah, eigentlich müsste ich nicht abspeichern, aber ich tue es mal trotzdem. Einfach so, just for fun. Wir haben gerade wieder Geld gesammelt. Nein. Aber eigentlich muss ich wirklich nicht abspeichern, außer ich krieg hier richtig harte Missionen und am Anfang fassen sie einen echt noch mit Samthandschuhen an. Da kann mir nicht viel passieren. So. Da, ich könnte jetzt Krankenwagenmissionen machen, müsste einfach nur Leute ins Krankenhaus bringen. Und damit würde man dann halt Geld machen, beziehungsweise wenn man das Spiel zu 100% durchspielen will, was ich nicht tun werde, das ist mir dann doch ein bisschen zu heftig. Ich werde einfach nur die Hauptstory durchspielen und ich denke, das sollte auch die meisten Leute...